Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich bin Katharina vom Hochschulsport und jetzt ist wieder Zeit für eine kurze bewegte Pause. Kommt einmal mit mir in den aufrechten Stand, bringt die Hände nochmal nach oben über den Kopf und zieht euch einmal lang. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch auf die Zehenspitzen kommen. Versucht nochmal so viel Länge zu kreieren wie möglich. Und dann löst die Arme wieder. Wir beginnen mit Schulterkreisen, kleine Kreise nach hinten. Damit wollen wir die Schultergelenke und den Schultergürtel aufwärmen. Achtet darauf, dass die Brust schön aufrecht ist, die Knie leicht locker, dass ihr im hüftbreiten Stand steht. Und dann wechseln wir einmal die Richtung, rotieren nach vorne. Ihr bleibt immer noch schön aufrecht. Versucht die Halswirbelsäule auch gerade zu halten, indem ihr den Kopf vielleicht noch mal ein kleines Stück nach hinten schiebt. Und dann lösen wir. Rotieren noch mal abwechselnd mit den Schultern. Und lösen die Schultern wieder. Als nächstes ziehen wir die Schultern einmal zu den Ohren, spannen sie ganz fest an und lassen die Schultern fallen. Noch einmal Schultern Richtung Ohren ziehen. Und fallen lassen. Ein letztes Mal. Und fallen lassen. Schiebt die Schulter dann nochmal nach hinten, ganz bewusst tief. Versucht die Schultern möglichst weit weg von den Ohren zu bringen. Richtet die Brust nochmal auf. Und dann bitte ich euch einmal die Arme seitlich zu öffnen. Eine Handfläche zeigt nach oben. Und wir blicken in Richtung nach oben zeigende Handfläche. Wir rotieren dann die Blickrichtung und die Armposition. Hiermit mobilisieren wir wieder die Schultergelenke, ebenso wie die Halswirbelsäule. Achtet darauf, dass die Hände und die Schultern auf einer Höhe sind. Und dann lösen wir auch hier. Schüttelt die Arme nochmal kurz auf, richtet einmal die Brust nach vorne und lösen. Und dann sind wir bereit für den Hauptteil. Wir beginnen einmal damit, die Wirbelsäule zu mobilisieren, das soll heute der Inhalt unserer Einheit sein. Wir beginnen mit der Halswirbelsäule, indem wir einmal das Kinn Richtung Brust ziehen und dann langsam uns wieder aufrichten, den Blick Richtung Decke richten. Achtet hierbei auf eure persönlichen Grenzen. Arbeitet langsam. Achtet darauf, dass eure Brust weiterhin stolz bleibt. Die Knie locker sind. Und dann kommen wir zurück in die Mitte. Mobilisieren die Halswirbelsäule noch in Lateralflexion. Legen dazu einmal das Ohr auf die rechte Schulter ab. Kommen wir zurück in die Mitte. Wechseln die Seite. Geht auch hierbei nur so weit, wie es für euch angenehm ist. Und dann legt das Ohr nochmal auf der rechten Schulter ab und kreist einmal mit eurem Kinn über die Brust zur anderen Seite. Und zurück. Noch einmal. Und wir lösen, richten den Kopf wieder auf, schütteln ihn leicht aus, lockern nochmal die Halswirbelsäule. Und dann kommen wir zu unserer Brustwirbelsäule und den Schultergelenken. Rollt dazu einmal die Schulter nach vorne, lasst die Brustwirbelsäule rund werden. Und dann öffnet euch, rotiert mit den Schultern nach außen, indem ihr die Handflächen öffnet und bringt die Brust stolz nach vorne. Noch einmal eindrehen, die Schultern werden rund und wir öffnen uns nach vorne. Ich zeige das Ganze noch einmal von der Seite. Wir drehen uns ein und wir öffnen uns, bringen die Brust nach vorne. Schultern rollen nach vorne, die Brustwirbelsäule wird rund.
Und wir richten uns auf, Handflächen zeigen nach außen. So mobilisieren wir die Brustwirbelsäule und gleichzeitig unsere Schultergelenke, den Schultergürtel. Und dann rollt euch mit der nächsten Bewegung nach vorne, Richtung Füße einmal ab, Wirbel für Wirbel, kommt nach unten. Lasst den Kopf hängen. Und rollt euch ganz langsam, Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Bringt die Schulter nach hinten und wir kommen zur nächsten Übung. Bringt dazu einmal die Arme nach vorne vor die Brust und rotiert in der Brustwirbelsäule. Einmal folgt mit der Blickrichtung eurer Hand. Die Knie sind stabil. Achtet darauf, dass die Hände auf Schulterhöhe sind. Und dann lösen wir auch hier wieder, schüttelt nochmal die Arme aus, kreist die Schultern einmal nach hinten, lockert nochmal kurz. Und dann bringt die Arme einmal nach oben über den Kopf, streckt euch Richtung Decke, macht euch lang und bringt langsam einen Arm nach unten und bewegt euch zu dieser Seite, beugt euch in die Seite. Wir wechseln die Seite, ihr könnt gerne auch mit dem Kopf mit der Blickrichtung der Hand folgen. Und dann lasst uns das Ganze noch ein bisschen schneller machen, wir werden dynamischer. Noch ein paar Mal. Und dann lösen wir. Zieht euch nochmal nach oben lang und löst die Arme, bringt sie nach unten. Wir kommen dann zur Hüfte. Wir beginnen einmal damit, dass wir Hüftkreise in der Luft machen. Schiebt die Hüfte mit dem Körper nach vorne und bringt die Hüfte dann langsam nach hinten. Schieben sie nach vorne. Über die Seite nach hinten. Hiermit wollen wir die Lendenwirbelsäule und das Hüftgelenk mobilisieren. Schöne große Kreise fahren. Und dann wechseln wir nochmal die Richtung, kreisen in die andere Richtung. Und lassen dann die Kreise einmal kleiner werden. Versuchen die Kreise nur noch mit der Hüfte stattfinden zu lassen. Dazu ist es am einfachsten, wenn ihr die Knie leicht beugt. Und dann lasst die Bewegung einmal in der Hüfte stattfinden. Hierdurch mobilisieren wir noch besser das Iliosakralgelenk und die Lendenwirbelsäule. Und dann wechseln wir einmal die Richtung. Und lösen das Ganze wieder. Für die letzte Übung braucht ihr einen Stuhl. Schnappt euch am besten euren Schreibtischstuhl und stellt diesen fest. Wir werden in eine Art Tischposition kommen, die Hände an der Lehne festhalten. Da ich mich gleich auf- und ab bewege und ihr mich nicht so gut hören würdet, erkläre ich das jetzt einmal kurz. Das heißt, wir kommen in eine gerade Tischposition. Die Arme sind auf der Lehne, die Beine sind gestreckt. Bringt die Arme auf die Lehne, kommt tief, Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule und dann versucht, die Schulterblätter auseinanderfallen zu lassen. Zieht den Bauchnabel nochmal Richtung Wirbelsäule, die Halswirbelsäule ist lang. Und löst das Ganze einmal, lasst euch hängen. Rollt euch langsam Wirbel für Wirbel nach oben.
Und dann kommt nochmal tief. Versucht wieder eine gerade Fläche auf eurem Rücken zu kreieren. Und dann beugt einmal abwechselnd die Knie. So spürt ihr jetzt auch noch eine Dehnung in der Oberschenkelrückseite. Und wir lösen auch hier wieder. Schüttelt den Kopf nochmal aus und rollt euch langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Kommt nach vorne. Dann legt den Kopf einmal auf die rechte Seite ab, zieht die linke Hand tief. Wir dehnen die seitliche Nackenmuskulatur. Achtet darauf, dass die Brust weiterhin stolz bleibt. Kommt wieder zurück in die Mitte, wechselt einmal die Position. Der rechte Arm kommt tief, der Kopf auf die linke Schulter. Und wir kommen zurück in die Mitte, kreist nochmal die Schulter nach hinten und dann öffnen wir einmal die Brust nach vorne, schieben die Brust ganz stolz nach hinaus und bringen die Hände nach vorne. Schieben den Rücken nach hinten hinaus. Öffnen uns nach vorne. Und werden wieder rund. Öffnen uns noch einmal nach vorne. Und werden rund. Und dann lösen wir auch hier, rollen uns ganz langsam wieder Wirbel für Wirbel auf, richten uns nochmal auf und kommen zu unserer Abschlussübung. Greift einmal die Hände vor der Brust. Mit dem Einatmen heben wir die Hände auf Brusthöhe. Mit dem Ausatmen schieben wir uns tief, Hände in Verlängerung der Wirbelsäule. Mit dem Einatmen wachsen wir nach oben Richtung Decke, ziehen uns lang. Mit dem Ausatmen lösen wir die Arme wieder. Das Ganze noch einmal, ich werde es einmal von der Seite zeigen. Ein, aus, ein, wir kommen nach oben, aus, wir lösen. Ein letztes Mal. Und lösen. Und dann schiebt die Schulter nochmal nach hinten, unten tief. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffe, ihr hattet eine angenehme Pause und wir sehen uns bald wieder.